dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo allerseits, es ist wieder mal soweit. Die Folge 16 steht an, der munteren Kategorienbesprechung von Gleichsatzkanal. Die Nummer heißt 279 und die Behauptung, der Beitrag der Zeuge in diesem Sinn, im Sinne der Anklage, lautet: Ein Gegenstand ist nichts anderes als eine Gruppe von Erscheinungen bzw. Eigenschaften. Und das schaut dann so aus: Ein Gegenstand, zum Beispiel ein Blatt Papier, in dem Fall jetzt das 15,8, 21 cm breit, 29,7 cm hoch, ist weiß, dünn, biegsam, etc. Und alle diese Gruppe von Merkmalen oder Erscheinungen bzw. Eigenschaften werden dann, schweres Foul, ich bin hier auf dem falschen Kanal, ich muss da rein. Werden dann zusammengefügt quasi mittels der Einbildungskraft, aber so wie das Kant meint, aber das ist eben eher weniger der Fall, habe ich nicht. Hier brauche ich genau dieses Werkzeug. Dieses Werkzeug. Also Eigenschaften. Wie das Kant meint, eben mittels der Einbildungskraft. Aber in der Regel ist es so, dass eben jemand schon den Begriff kennt, der da zuständig ist, und das Ganze wird dann einfach Blatt genannt oder Blatt Papier genannt, und der Fall hat sich dann. Weil in der Regel eben bei Baum, Tisch, Haus und Mikrofon und Tischlampe, Buch die Sache eindeutig ist. Anders schaut es dann schon aus, wenn man irgendwas eher Undefiniertes hat, irgendein... Na, was ist denn das? Hier, wenn jemand das nicht kennt, nicht weiß, dann ist das ein Silikonpad, und das sind eben so Silikondinger drin, die vor hoher Luftfeuchtigkeit bewahren oder was weiß ich. Wenn eben das nicht so klar ist, was das ist, dann, oder welchen Namen dieses Ding hat, irgendein undefiniertes Etwas aus Zucker in der Bäckerei, dann deutet man mit dem Finger drauf und sagt, gib's mir doch dieses, jenes, das da. Und so werden dann in der Regel Gegenstände gebildet, in dem einfach schon der Begriff oder die Kategorie, unter die etwas fällt, dann schon bekannt ist.
Anders wäre es jetzt, wenn der Gegenstand jetzt Politik heißen würde und es müsste jetzt jemand formulieren, welche Art von Politik er macht. Dann wird der eine oder andere, wenn es sich jetzt nicht um einen Politiker handelt, der ohnehin derartige Beschreibungen tagtäglich gebetsmühlenartig wiederholt, dann, wenn das nicht der Fall ist, dann wird jemand schon überlegen müssen, bis er da seine richtigen Begriffe und Worte beisammen hat und bis dann eben der Gegenstand in seinem Sinne, in diesem Fall der Gegenstand Politik, gebildet wird. Oder nehmen wir eine andere Abstraktion her. Jetzt hat jemand plötzlich so Hautveränderungen, die noch nie aufgetreten sind, und da ist jetzt eben die Frage, um was es sich da handelt. Da wird ein Handyfoto gemacht und verglichen mit irgendwelchen Bildern im Internet, und die Gegenstandsbildung ist eben schwierig, bis sich dann hinterher herausstellt. Oder wie in meinem Fall jetzt, ich habe mir da eine Zimmerpflanze zugelegt und da war jetzt nirgendwo ersichtlich, um was es sich da eigentlich handelt, und da musste ich eben meine Einbildungskraft, würde Immanuel Kant sagen, spielen lassen, um eben die Gegenstandsbildung, ich meine, die Gegenstandsbildung, die ist ja, war ja im Grunde genommen einfach, weil mit Blume ist das Ganze oder Pflanze ist der Fall sowieso erledigt. Denken Sie einfach einmal an, erinnern Sie sich, es hat sicher schon einmal Situationen in Ihrem Leben gegeben, da wussten, fiel Ihnen nicht das rechte Wort ein, und genau hier davon ist hier die Rede. Aber das soll es jetzt mit dieser Nummer, der Eröffnungsnummer zum Fall Folge 16, Hashtag Objektivität, gewesen sein. Die nächste Nummer, 162, als Verstand stehen wir fassbaren Dingen gegenüber. Hatten wir auch schon des Öfteren, fassbare Dinge sind jetzt Gegenstände in dem Sinn, wie sie hier in mittlerweile 16 Folgen als Gegenstände besprochen wurden. Und die Verknüpfung in Bezug auf Verstand oder eben Rationalität war auch schon da. Umformulieren ließe sich diese Nummer jetzt mit etwas Poesie oder eben Einbildungskraft so: Sag mir, wie du es mit den Gegenständen hältst, und ich sage dir, was ein Verstand ist. Dann die Nummer 161. Die klassische Definition der Wahrheit heißt Übereinstimmung mit dem Gegenstand. Also die unauflösliche Relation des Gegenstandes mit Wahrheit, Wissen, Erkenntnis, Objektivität, Gesetzlichkeit nicht zu vergessen und so weiter. Äh,
ist nichts Neues. Und also hier die Definition dann der Wahrheit ist nichts Neues und Übereinstimmung ist natürlich die Übereinstimmung des Wortes mit der Sache, des Begriffs mit dem Gegenstand eben. Und dann soll es sich um Wahrheit handeln. Da aber, wie jetzt mittlerweile schon klar sein dürfte, ist zwischen Wort und Sache eine unüberwindliche logische Kluft ergibt, man von einer Inkommensurabilität, einer logischen, das muss ich immer wieder hinzufügen, einer logischen, es geht hier nur um den Umsturz in Sachen Logik oder in die logischen Gewohnheiten der Vergangenheit, die zu so etwas wie Objektivität führten. Sollte ich vielleicht bei der Gelegenheit noch erwähnen, dass sich derartige Unternehmungen wie die hier auf dem Gleichsatzkanal in Bezug auf Objektivität immer auch, wie soll ich sagen, der anderen Seite oder eben Leuten anbieten, die jetzt auf einem sowas wie einem Irrationalitätstrip sind, also eine Art ein Nihilismus in Bezug auf Rationalität und Verstand, dass da das Wort reden und man weiß sowieso nichts und dergleichen oder gar noch schlimmer, so irrational im Sinne der Faschisten. Also ich bin mir klar, dass man, wenn man so etwas unternimmt, immer auch nicht vor dem Beifall von der falschen Seite gefeit ist, so sage ich es mal so. Aber das hilft alles nichts, wenn man nun mal der Überzeugung ist, dass etwas falsch und schief läuft, dann muss man da seiner Seele Erleichterung verschaffen. Gut. Dann nächster Punkt nochmal in Erinnerung zu rufen, der Bezug von der Gegenstandsbildung auf die Definition wurde schon einmal erwähnt, allerdings Definitionen, so Lexikondefinitionen sind immer an sich Definitionen, die eben unabhängig von Zeit und Raum einen Zustand beschreiben, der jederzeit und an jedem Ort immer dasselbe ist und sich da an der Definition nichts ändert. Ergo sind mit dieser Gleichsetzung Gegenstand ist gleich Definitum Dinge, im Grunde Dinge an sich gemeint, die aber eben aufgrund ihrer Übersinnlichkeit und kein Gegenstand von einer Sinnesempfindung sein können, unmöglich sind als eben real existierend. Und deswegen ist eben die Objektivität sowieso ein Ballast, der möglichst schnell über Bord zu werfen ist. Und dann eben die Aufräumarbeiten nach der Zerstörung, wie sie hier stattfinden,
nicht zu vergessen. Wir bewegen uns auf die 147 zu und ich zücke meinen Pinsel. Mechanisten, offizielle Wissenschaft. Die Auffassung der Mechanisten und der offiziellen Wissenschaft basierte auf der Theorie, dass Dinge und nicht Beziehungen die eigentliche Wirklichkeit ausmachen. Und das ist dann eben der große Wurf, sage ich mal, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat mit Einsteins Relativitätstheorie. Und was eben entscheidend war, dass die Dinge an sich, die schon Kant als irrelevant in Bezug auf Erkenntnis erklärt hat, nun vollkommen aus dem Blickfeld geraten in ihrer bisherigen Funktion als eben absolute, nicht in Relation stehende Wesenheiten. Und was ich hier jetzt noch differenzieren muss, die 147 ist auch immer noch eine objektivistische Aussage, nur dass eben jetzt die Relationen, die Relativität als quasi Wirklichkeit, eigentliche Wirklichkeit behauptet wird. Und das ist natürlich auch Unfug. Aber solche Aussagen passieren, aber auch nur, solange eben ein konkretes Subjekt keine Rolle spielt. Dieses entsubjektivierte Zeugs ist nicht weniger schlimm als eben die frühere, schiere Objektivität. Eine relative Objektivität ist genauso Unfug und nicht der Punkt, auf den es ankommt, und zwar Freiheit von intellektueller Bevormundung für dich und mich und alle. Die nächste Nummer, 149, wir müssen für den Ausdruck unserer Empfindungen und Gefühle nach einer gegenständlichen Entsprechung suchen, also jetzt nicht nach einem Drucker. Diese Empfindungen und Gefühle, die wären jetzt, wenn man jetzt mal den Namen und den Begriff Blatt Papier mal weglassen und wir haben jetzt da einen Gegenstand vor uns, dessen Namen wir nicht kennen. Und dann wären jetzt eben Empfindungen die, dass ich sehe, dieser Gegenstand ist jetzt so groß wie ein Blatt Papier und ist so dünn wie ein Blatt Papier, ist so biegsam wie ein Blatt Papier, ist so weiß wie ein Blatt Papier. Aber es ist eben kein Blatt Papier, sondern eine Nachbildung. Bleiben wir jetzt schon mal bei dem Drucker, mit einem 3D-Drucker. Irgendwas. Und das wusste eben derjenige nicht, dem man diesen Gegenstand eben vorgelegt hat. Da blieb es dann bei den bloßen Empfindungen, Sinnesempfindungen, Tastempfindungen. Die Gefühle wollen wir jetzt mal rauslassen. Gefühle waren sicher im Spiel oder wären sicher im Spiel gewesen, wenn man demjenigen jetzt nach
Ratespielmanier da irgendeinen Geldbetrag geboten hätte, wenn er den exakten Begriff zu diesem Gegenstand liefern kann. Nummer 84 sparen wir uns auch, diese Verknüpfung von Dinghaftigkeit und Objektivität ist am deutlichsten, wenn man es eben mit greifbaren, dinghaften Gegenständen zu tun hat, dann ist der natürliche Realist mit völliger Überzeugung dazu geneigt, hier eine wahrhafte Existenz dieses Dings, von dem der Name schon in frühester Jugend geläufig war, zu prädizieren, sage ich jetzt mal. In der nächsten Nummer haben wir es mit einer Seele zu tun. Ich erinnere an meine Bemerkungen zu den Gegenständen, die jetzt nicht so eingrenzbar, abgrenzbar sind oder sich eben im Bereich der Vorstellungen bewegen. Oder sagen wir mal, alles was die innere Wahrnehmung betrifft, Psyche im weitesten Sinn oder Sinnesempfindungen. Und hier ist eine bestimmte Richtung, Zweig der allgemeinen Psychologie am Start, indem es eben keinesfalls von einer Seele als einem Ding gesprochen wird und darüber hinaus eben alle möglichen Vergegenständlichungen als Irreführung betrachtet werden. Hinzufügen möchte ich den Bezug zur Kategorie Objektivität, der in dieser Nummer eben dahingehend ausgedrückt ist, dass es schwierig bis unmöglich ist, in psychologischen Angelegenheiten objektiv zu sein. Es folgt die Nummer 123. Die Objekte bedürfen allgemeiner Formen wie Zeit und Raum und Kausalität. Diese Feststellung geht auch, zumindest der erste Teil, und ich denke, die Kausalität auch auf Kant zurück, der für den eben alle Wahrnehmung und Anschauung Formen, der idealen Formen a priori, also ganz unabhängig von für Kant jetzt den empirischen Tatsachen, eben Formen wie Zeit und Raum und Kausalität ist eigentlich nur eine Erscheinungsform von Zeit und Raum oder eine Erweiterung oder eine Inbezugsetzung bei der dann eine Verknüpfung von Ursache und Wirkung zur Debatte steht. Und das ist jetzt hier
Das ist jetzt hier im Sinne der Verteidigung, eine Verteidigung des Objektivismus, dass eben mit dem Bedürfnis der Objekte nach allgemeinen Formen wie Zeit, Raum und Kausalität sind diese quasi schon erklärt. Also man nehme Zeit, Raum und Kausalität und schon hast du einen Objektivitätskuchen. Der Punkt, um den es eben bei dieser Objektivität geht, ist, wer das alles veranstaltet hier. Ist da das Objekt jetzt hier, in dem Fall, in diesem Satz, das Subjekt? Sind die Objekte, ist da ein Tisch und der sagt, ich brauche Zeit und Raum und Kausalität, sonst muss ich vergehen wie eine Prima in der Hitze. Natürlich Unfug, aber eben wieder typisch entsubjektiviert, dieses ganze Gefasel, muss ich sagen, ist alles Bauernfängerei, aber eben auf dem Boden eines Jahrtausende alten Objektivitätsglauben wird das immer noch geschluckt als valide Feststellung. Die Nummer 159 der Kategorie des Dings entspricht die Wortart des Substantivs, das jetzt wieder erinnert etwas an Aristoteles, bei dem war zu ersten Mal eine Verknüpfung des Kategorienbegriffs mit der Grammatik eines Satzes, da so analoge Parallelen, was jetzt aber wieder die eigentliche Angelegenheit, um die es erkenntnistheoretisch geht, wieder vollkommen verwischt und verschwimmt hier die ganze Sache, dass eben die Verwendung der Sprache und die also dass die logische Reihenfolge, auf die es ankommt, dass eben zuerst ein Ding gebildet wird, was bei den meisten Menschen unbewusst geschieht, wenn die Kategorie bzw. der Begriff schon bekannt ist und man da nur irgendwie einen Teppich sagen muss und es jetzt auch aus der Situation keine Missverständnisse geben kann, weil es eben nur einen Teppich im Umkreis von 1000 Kilometern gibt, dann ist es was anderes, als wenn eben das unklar ist, diese Wortbildung. Und das dann erst, wenn jetzt jemand eben mit der Unvoreingenommenheit eines Wissens, dass es eben ein Teppich ist, sondern es kommt jetzt jemand aus einer anderen Kultur oder von mir aus vom Mars, hat noch nie einen Teppich gesehen und wickelt sich jetzt da in diesen Teppich ein, weil es auf dem Mars auch so ähnliche Gegenstände gibt, in die man sich einwickelt. Und da ist dann eben
ist die logische Reihenfolge dann eingehalten, dass zuerst die Gegenstandsbildung ist, wie jetzt die ganzen Empfindungen beim Blatt Papier vorexerziert wurden, ganzen Empfindungen in Bezug auf den Teppich, und dann kommt erst der Begriff, dass es eben, wenn etwas noch nie da war, dass es dann ein neuer Begriff ist. Ist auch schon vorgekommen, dass plötzlich ein Wort kursiert, das es vorher noch nie gab. Und dann eben ist erst die Problematik der Sprache mit den Allgemeinbegriffen, das ist eben klar zu deutlich zu unterscheiden, wenn man hier für klare Verhältnisse haben will oder für klare Verhältnisse sorgen will, dass zuerst dass die Begriffsbildung eben aus verschiedenen Empfindungen mehr oder weniger willkürlich geschieht, subjektiv geschieht, wenn eben nicht jemand aufgrund irgendwoher Traditionen oder weil eben das, die Sprache so gelernt wurde, da nicht sofort Wort und Sache identifiziert werden. Nun gut. Die Nummer 82, die Ding-Kategorie ist ein anthropomorpher Fetischismus. Hier ist ganz eindeutig eine Stimme im Sinne der Anklage, also nochmal aus Nummer, ich weiß nicht, 12, ja, die Nummer 12 war das. Die Anklage lautet Erschleichung allgemeiner Gültigkeit anhand des Objektivitätsbegriffs. Und hier ist eben die Ding-Kategorie ein anthropomorpher Fetischismus, das heißt, eigentlich, Objektivität ist ein alter Hut und spezifisch auf den Menschen bezogen, auf die menschlichen Sinne werden da zum Maßstab genommen, um an sich Urteile zu fällen. Und das ist eben anthropomorph. Heißt dann eben auch, dass Ding-Kategorien nichts mit Wahrheit, Wissen oder Erkenntnis zu tun haben, sondern nur praktisch sind, nützlich, ein Bedürfnis befriedigen, einen Bedarf decken, einen Zweck erfüllen. Die Nummer, ach, wir sind ja schon über die Zeit, ich habe ja schon hab mich wieder hinreißen lassen, anthropomorph. Okay, peace and out.